Wie lange willst du noch leiden? Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang, zu deiner leidensfreien Wahrheit. Ihr Lieben, dieser Tagesimpuls soll nur ein Lobgesang sein auf deinen göttlichen Geist. Denn wir alle haben noch einen ganz göttlichen Anteil in uns. Und das ist unsere göttliche Aura, das ist unsere Strahlkraft, das ist das Schöpferwesen. Und ich möchte dir heute sagen, dass der Heilige Geist, die Sprache für Gott, dich ständig korrigieren möchte. Nicht immer so, wie du es willst, aber ich verspreche dir, immer in deinem idealen Sinn. Deshalb lass uns heute ein Freudenlied anstimmen. Dieser Tagesimpuls soll einfach mal Danke sagen. Und schließe jetzt einfach mal die Augen und sage Danke. Ich bin bereit, Korrekturen der göttlichen Liebe zu akzeptieren. Der Heilige Geist, das Göttliche in dir, korrigiert mich ununterbrochen. Deinen Kurs, denn du gehst den Ego-Kurs und der Heilige Geist, das Göttliche in dir, möchte dich auf den Weg der Liebe bringen. Ich komme an mein Ziel, denn nur Gottes Heilsplan wird gelingen. Ich komme an mein göttliches Ziel. Ich kann das Ego auflösen. Wir können das Ego auflösen. Wir können uns erlösen von Problemen im Außen, die wir gar nicht haben, die wir nur von innen nach außen übertragen, weil wir meinen, dass da draußen sind unsere realen Probleme. Aber wenn du sagst, ich erschaffe mir nur noch Bilder der Freude, der Fülle, der Glückseligkeit, der Mühelosigkeit, dann wird der Heilige Geist, die Sprache für Gott, dich tatkräftig unterstützen. Ich habe mich nur scheinbar in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Die eine Ebene ist die körperliche Ebene. Das, was wir meinen, mit dem Körper tun zu müssen, wir als Träumer, wir erschaffen Traumfiguren, Körper in unserem Drehbuch, die nur unsere Schuld ausagieren, unsere Sünde, wir haben uns falsch verhalten, ausagieren und ansonsten unsere Freiheit einengen. Wir nehmen jetzt Korrekturen an. Wir akzeptieren sie. Der Heilige Geist muss mit mir reden, als sei ich in dieser Welt, sonst könnte ich es nicht verstehen. Sonst könnte ich es nicht annehmen. Und deshalb bekommen wir auch Zeichen als Headline in einer Zeitung, als Notiz, die wir irgendwo lesen. Als Menschen, die etwas zu uns sagen. Denn der Heilige Geist kommt in diese Welt der Illusionen, um dir etwas mitzuteilen. Aber wir müssen auf Sendung sein, sonst verstehen wir es nicht. Materie taucht aus dem Nichts auf. Der gesamte Raum um dich herum ist leer und du erschaffst deine Bilder in diesem leeren Raum. Und die Bilder, die du verursachst, du bist die Verursacherin der Verursacher, sind gemäß deinem inneren Zustand. Wenn du Gedanken des Mangels hast, wirst du Bilder des Mangels da draußen erschaffen. Wenn du Bilder des Leids, der Schmerzen, der Schwierigkeiten hast, wirst du das dementsprechende für dich da draußen erschaffen. Materie
wird von deinem Geist erschaffen. Und jetzt möchte ich dir zu unserem feierlichen Tag heute, den wir einfach als Tag der Glückseligkeit feiern wollen, weil wir Unterstützung bekommen vom Heiligen Geist, vom geheilten göttlichen Geist. Stattdessen möchte ich heute göttliche Gedanken zulassen, statt meines Ego-Denksystems. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich vertraue den Menschen, die um mich herum sind, weil ich eins mit ihnen bin. Ich bin gesegnet und ich bin eins mit Gott. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich will jetzt einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen, in meinen göttlichen Frieden. Egal wo du bist, du hast immer die Möglichkeit, nach Hause zu gehen. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich rufe den göttlichen Namen an, wenn ich meinen Namen meine. Der göttliche Name und mein Name sind eins. Der Name Gottes ist meine Befreiung von jedem Gedanken des Bösen, des Ärgers, der Wut, des Mangels. Denn mein Name ist sein Name. Der Name Gottes ist mein Erbe. Der Name Gottes erinnert mich daran, dass ich sein, ein göttliches Kind bin und nicht der Sklave der Welt, der Zeit, der menschlichen Gesetze, die die Welt von kranken Illusionen erschaffen hat, frei von Gott. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich will den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes ist alles, was ich will. Der Frieden Gottes ist mein einziges Ziel, worauf mein ganzes Leben abzielt. Das Ende, das ich suche, der Sinn und Zweck, den ich hier nicht finde, meine Funktion und mein Leben, solange ich dort weile, wo ich nicht zu Hause bin. Ich will den Frieden Gottes. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Die Erlösung der Welt hängt von mir ab. Wir sind die Gaben Gottes. Wir erleben seine Gnade. Gott hat uns seine Gaben anvertraut, weil ich sein Kind bin. Und ich möchte die göttlichen Gaben dort geben, wo Gott sie haben wollte. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Mein Ziel ist der Frieden Gottes in mir, denn damit heile ich mich und die Welt. Ihr Lieben, wenn auch ihr den göttlichen Frieden in euch
jeden Tag, jede Minute spüren wollt, dann kommt bitte in die Ausbildung. Auf meiner Webseite könnt ihr ein Gespräch mit mir buchen, selbstverständlich kostenfrei. Und dann könnt ihr mir schildern, was euren inneren Frieden stört oder sogar zerstört. Ich lade euch ganz herzlich ein in das Friedensfest, in eure Satsang-Reise. Die Ausbildung geht 12 Wochen und sie führt dich in deinen göttlichen Frieden. Bist du bereit? Dann sage ich Leinen los und raus auf den göttlichen Ozean der Leichtigkeit. Denn Leichtleben lohnt sich. Für uns alle, für die Welt und ganz besonders auch für dich. Alles Gute und feiere diesen Freudentag in Leichtigkeit und Glückseligkeit. Ich freue mich auf dich. Alles Gute.